Hannibal Hase und das verrückte Ohr von Paula Bröskamp und Marieke Bauer. Hannibal Hase wohnt mit seinen Eltern und seinen drei Geschwistern Hannes, Hanna und Hugo gemeinsam im Hasenbau Habichtswald. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Hannibal hat nämlich Geburtstag. Schon früh morgens wird er von seiner Familie geweckt. Happy Birthday to you, singen alle zusammen und Papa Hases tiefe Töne durchdringen die große Hasenhöhle. Flink hopst Hannibal aus seiner Grube und schaut, was ihn wohl an seinem Geburtstag alles erwartet. In der Hasenküche erblickt er schon einen riesigen Karottenkuchen. Mmh, lecker, denkt sich Hannibal und schlägt sich das Maul. Gemeinsam mit seinen Geschwistern verschlingt er den Kuchen, noch bevor seine Eltern ins Zimmer kommen. Schmunzelnd schauen Mama und Papa Hase ihren Schleckermäulern zu. Dann wenden sie sich an Hannibal. Und wie fühlst du dich jetzt, wo du ein ganzes Jahr älter bist? Ja, denkt sich Hannibal, wie fühle ich mich? Gespannt, ob er nun anders aussieht, hoppelt Hannibal in das Badezimmer und betrachtet sich im Spiegel. Irgendetwas ist anders. Aber was? Fragt sich Hannibal, während er in den Spiegel blickt. Nachdenklich geht er zurück zu seinen Geschwistern und beobachtet sie noch einmal ganz genau. Tatsächlich fällt ihm etwas auf, das anders ist. Mein Ohr, brüllt Hannibal. Das eine Ohr ist viel größer als das andere. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Als Mama Hase seine Grube betritt, fragt er sie: Mama, warum sind meine Ohren nicht gleich groß, so wie die von Hugo, Hanna und Hannes? Das wirst du schon herausfinden, antwortet Mama Hase und gibt ihm einen Gute-Nacht-Nasenstupser. Schlaf gut, mein Großer, und vielleicht weißt du morgen ja schon mehr. Am nächsten Morgen macht sich Hannibal schon früh auf den Weg. Er möchte unbedingt wissen, warum seine Ohren unterschiedlich groß sind. Und warum ist das nur bei ihm so? Alle anderen haben gleich große Ohren.